Heute haben wir Villager in die Luft gejagt und sie haben dabei überlebt. Mit dieser Konstruktion her, mit der ich mich selbst getötet habe. Egal, seht selbst, Groko und ich sind einfach der Wahnsinn. Für die Wissenschaft! Humo Solana, ja, los geht's. Ja. Und geh weg! Drück nochmal. Ja, ja, so, okay, nice. Okay, ich muss nur noch mit raus. Raketen. Gut. Oh, der Mosonaut ist auf Startposition. Ich mache hier diese Ecken mal weg. So, ich pack mal Rüstung rein. Ja. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Okay. Die Rüstung. Warte mal. Zeig mal. Also, Redstone ist kein Star, ich kann es nicht zünden. Okay. Okay, mach. Ja, also er hat's an. Er hat's. Echt? Seht man das? Oder liegt's da unten drinnen? Nee. Hast du deine Rüstung an? Ich hab meine an. Ja, ich glaube, da hält er die Rüstung in der Hand. Nein. Hat er sie komplett an? Ich hab gehört, dass die tragen können. Und dann, wenn er sich jetzt in einen Zombie verwandeln würde, hätte er sie an, glaube ich. Oder droppt sie oder irgendwie so. Okay. Also hat Mosonaut der Erste jetzt eine komplette Blastrüstung in sich. Ja, bis auch, also Rüstung halt nicht, ne? Er hat nur die. Er hat, aber das passt ja. Ja. Er hat Helm, Schuhe und Ja, Hupenpol. Sollen wir ihn vielleicht. Ich weiß nicht, ob der im Laufe der Zeit Schaden gekriegt hat. Sollen wir ihm einen Heilpotion reinpfeifen? So, ich habe die Splash. Ja. Potions am Start. Ich werde den jetzt mal kurz hochheilen. So, perfekt. Das müsste eigentlich so. Dann können wir die Verkabelung wieder machen. Ja, Verkabelung. Habe ich den damit getroffen? Ich bin nicht sicher. Mal von unten einfach auf ihn direkt drauf. Genau. So. Jetzt habe ich ihn bestimmt getroffen, oder? Das würde mich wundern, wenn nicht. Ja. So, nochmal. Mussten! So. Wir haben ein Problem! Mussten! Wir haben ein Problem! So sieht's aus. Okay. Die Verkabelung wird wieder gesetzt. Genau. Alter. Den Button brauchen wir auch. Den Button. Der Button wird platziert. Aber nicht drücken, wir brauchen nur noch den Feather Falling. Als nächstes kommt für den Mosonauten. Tatsächlich der Slow-Falling-Effekt. Den müsste er dann auch tatsächlich auch länger halten. Aber ich gehe tatsächlich auf Nummer sicher, dass ich den safe treffe. Achtung. Das ist eine gute Sache. Ich mach das einfach so von hier oben hier drauf. Und er hat den Effekt. Das heißt, wir haben jetzt eine Minute Zeit. Ja, T-10. Ich habe tatsächlich auch den Slow-Falling-Effekt. Er hat jetzt 1 Minute 30 diesen Effekt. Ich baue jetzt noch die Blöcke. Ja, danke schön. Bin so frei. Ich komme hier hin. Der Mosonaut steht bereit. Und was sagt Moston? Ich würde sagen 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Go! Oh mein Gott. Er fliegt! Wie hoch? Da kommt er! Also! Er fliegt! Nein, shit! Warte! Chillt einfach sein Leben, wie er da runterkommt! Also, ich hab's nicht gesehen, richtig! Wir müssen das nochmal machen, Groko! Der Mosonaut! Wie geil! Wie hoch der weggezischt ist! Ja! Oh, wie gut! Du bist einfach der Beste. Du bist einfach der Beste. Magst du ihn nochmal positionieren? Der hat ja die Sachen noch drin. Ich hol nochmal Heiltränke, weil der hat jetzt bestimmt Schaden gekriegt. Wie geil ist das? Ich will das nochmal. Ich will's dann von oben sehen, wie er an mir vorbeisaust. Ja, hast du noch einen Slow-Falling-Potion dann? Ich hab noch Slow-Falling-Potion. Ich würde mich dann mit abwerfen lassen mit dem Slow-Falling und dann neben ihn fliegen und mit ihm nach unten gleiten. Willst du dich daneben stellen und hochfliegen? Das geht aber nicht, da brauchst du die Rüstung dazu, ne? Ja. Komm mal, Kollege. Mosonaut. Alter, das wäre krass, so wenn wir, Alter, wenn wir alle drei die Rüstung hätten und zusammen hochfliegen und zusammen wieder runter. Wirklich funktioniert. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich heile den jetzt nochmal.
den guten. Ich hab hier einen Problem. Er ist auf alle Fälle in Position schon wieder. Der kann gar nicht genug kriegen. Eieiei. Hä, was ist das? Hey. LOL. Also hier bei der Hexenfarm gehen gerade einige Dinge schief. So, ja, Musonaut ist auf alle Fälle wieder in Position. Bei mir, da hat eine Hexe den Hexenkopf getroppt und ein Pigman hat das angezogen. Das sieht so geil aus. Ich hab gedacht, was hab ich da für eine Kreatur erschaffen, ey. Okay. Läuft der noch rum? Gut, Donner, jetzt leg ich mich mal schnell ins Bett. Hast du irgendwo ein Bett hier? Ja, bei der Katzenfarm. Naja, stimmt, du hast ja da so ein mega... Mega... Da hab ich extrem viele Spoblossen raus. Ja, das ist ja völlig recht. Hat sich voll gelohnt. Hast du ja völlig recht. Hast du völlig recht? Finde die Spoblossen ist richtig geil. Der Musenaut war wieder unterwegs. Ist er wieder in Position? Er ist in Position, Alter. Er kann es gar nicht abwarten, der hat zweite Runde durchzustarten. Der ist schneller hochgezischt wie wir, hatte ich das Gefühl. Ja, der war plötzlich einfach, er war einfach oben. Zack, weg war er. Warte, ich brauche nochmal Gunpowder, um Splash Potion drauf zu klatschen. Splash Potion. Alter, dann hat sich das Ding, was ich gebaut habe, auch einfach noch gelohnt, Mann. Siehst du mal. Ja. Müsste man nur noch was bauen, um zu messen, wie viele Blöcke er hochfliegt, schreibt dir jemand. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Option. Ja. Wie so auf dem Jahrmarkt der Hammer, wenn du auf so ein Gewicht draufschlägst und dann so plötzlich Dingelingeling. Das wäre in der Theorie möglich, wenn wir über diesem Schacht Tripwires immer spannen und daneben dann Redstone-Lampen sind. Das wäre was für die Showcraft, ne? So, also, was jetzt müssen wir uns entscheiden? Was wollen wir machen? Wollen wir ihn oben in ein Glasding stellen? Ja, theoretisch ist es dann, wir könnten dann drumherum, das wäre eigentlich voll was für dich auch, vielleicht so einen kleinen Moos-Planet bauen. Ja, Und da ist er dann drauf. Ich sag jetzt nichts mehr, weil ich habe noch eine Polizeistation und ein Hauptquartier ausstehen. Aber jetzt mal ehrlich, für was brauchst du eine Polizeistation? Der Polizist, der ist ja selber nicht mehr da. Ja, der ich mache halt Dinge, die ich gesagt habe, mache ich halt auch, ne? Deswegen. Ja gut, okay. Muss ich das noch fertig machen. Also du hast gerade gesagt, ich habe es gehört, dass du den Moos Planet bauen möchtest. Nein, habe ich nicht gesagt, was. Das hast du gesagt. Aber cool wäre es schon. Ja, auch schon eine Idee. Voll cool. Ich habe auch schon eine Idee. Ja, guck mal. Hilfst du mir? Ich kann dir, wenn wir das in einem Stream zusammen, dann können wir das angehen. Okay, also nach deinem Urlaub. Ja, perfekt. Ich bleibe hier oben und beobachte. Okay, du beobachtest. Ich gebe mir Slow Falling. Eigentlich, pass auf, weißt du, was ich mache? Ich komme mit hoch und baue hier eine Holzdruckplatte hin und werf dann das Ding runter. Dann können wir beide. Aber der macht dann nicht klack klack, der wird dann nur aktiviert und fertig. Wie der macht? Hä? Nee. Der Knopf macht doch an aus. Achso. Ist das wichtig? Ich weiß es nicht, wenn da ein Item drauf liegt, macht's klack, löst es aus. Und wenn es ausgeht, ja, das reicht. Ich mach da eine Holzdruckplatte hin. Dann können wir schauen, wie viele Würfel wir brauchen, um zu treffen. Kann man übrigens auch ein Minigame draus machen. Items werfen. Aber mir ist die Render-Distance nicht hoch genug. Ich sehe nicht, ob die Items unten ankommen. Nichts werfen jetzt, ne? Ich platziere die Holzdruckplatte. Ups, sorry. ich platziere sie jetzt. Holzdruckplatte ist platziert. Ich komme hoch, baue mal ein bisschen so, dass ich auch noch. Ist genug Platz. Es sind hier 4 Blöcke zum Land. Das muss ich hinkriegen. Warte, ich gebe ihm jetzt. Der Slow Pose. Slow Falling. Ja. Slow Falling hat der Gute. Nein, hat der Gute jetzt. Warte. Jetzt hat er Slow Falling. Safe. Ich fliege nach oben. Moment. Uiuiui. Alter, jetzt bin ich richtig gehypt. Oh nein, durch Slow Falling brauche ich voll lang. Ich werf schon mal. Warte noch kurz. Ich hab's gleich. Ich hab's wirklich gleich. Ich hasse es, ich kann das null einschätzen teilweise. Kenn ich. Jetzt bin ich im richtigen Anflugwinkel.
So, okay, okay. Er hat Slowfall. Okay, schieß. Er war ja richtig erfolgreich. Okay, ich weiß nicht, ob ich treffe, ne? Ich weiß nicht, ob ich treffe. Das sehen wir dann mit dem TNT. Oh, ich habe keinen Moos mehr. Ah doch, ich habe keinen Moos. Da muss doch jetzt gleich was gehen, Alter. Los, Kroko! Nicht, dass der Slow vorliegt. Jetzt! Oh mein Gott, oh mein Gott. Da! Boah! Da fliegt er noch! Noch ein gutes Stück höher! Alter! Wenn du jetzt Platz. Noch ein gutes Stück höher. Alter! Richtig. Ciao! Schön, dass du da warst. Da fliegt er vorbei! Das ist so genial! Und er ist fast wieder perfekt im Loch gelandet. Wäre zu gut gewesen, wenn er drin gewesen wäre. Ja, wir können ihn ja wieder reinschubsen, dann steht er gleich wieder richtig. Ja, drauf, ne? Oh mein Gott, Kroko, ey. Der ist so extrem hochgeflogen. Oh, also ich bin auf alle Fälle drin gelandet. Ja. Nein, nein, Kroko, jetzt stirbt er. Und meine Katzen sind tot. Nee, er hat's überlebt. Er hat es gezündet, er ist auf die Druckplatte getreten, was? Logischerweise. Dieser Arsch, Mann. Er hat sabotiert. Aber er hat überlebt. Puh. Ja, er wollte mich umlegen, was? Oh mein Gott. Er wollte dich umlegen. Er hat die Chance genutzt, wo wir beide unachtsam waren. Das ist ja mal ein Halunke. Ja. Wir haben jetzt eh keine Ladung mehr. Aber das merken wir uns einfach vor. Ne? Ich habe tatsächlich einen Zaun. Ich würde sagen, den bewahren wir uns auf, den guten. Ne? Das ist, unbedingt. Von hier, der kann nicht so weit springen, alles gut. Der ist jetzt hier erstmal safe, der Mosonaut. Dach, unbedingt ein Dach, weil sonst haben wir nachher mal eine Hexe dastehen oder sowas. Ach so, Ja, soll schon im Besten passiert sein, habe ich gehört. Ist es dir schon mal passiert? Dir ist es schon mal passiert. Mir? Da warst du ja dran schuld. Nein, bei dir ist eine Hexe gespawnt und ich bin nur bei dir vorbeigelaufen und die stand halt da. Nein, das war mein Villager, der hat Bock gehabt, so Bibi und Tina zu spielen. Das sind Bibi und Tina. Auf Marius. Genau. Ja, passt. Das habe ich heute auch wieder gesungen. Auf Boden in die Luft schießen. Ja, das war ein wunderbar. Es ist so lustig, wie halt einfach deine Base schon so ein Testexperiment, Testgelände geworden ist, oder? Ich bin halt auch einfach, also jetzt nicht derjenige, der so. Bei mir ist nicht so das Bauen, so das, was im Vordergrund steht, wo die Leute sagen: Oh, mit Basti, da verbinde ich Bauen. Nee. bei mir ist einfach, crazy stuff am Start. Leute! Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst unbedingt ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Checkt jetzt die anderen Videos aus und ciao!